Wow, was für eine Nachricht. Ein herber Schlag für die erfolgreiche Moderatorin Rebecca Mir. Der Sender ProSieben hat gerade das Ende verkündet. Das ist wirklich bitter. Nach ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel hat Rebecca Mir eine unglaubliche Karriere hingelegt. Sie modelt nicht nur für renommierte Marken und hat es bis auf den zweiten Platz bei Let's Dance geschafft, sondern moderiert auch verschiedene TV-Sendungen. Doch jetzt muss die Ehefrau von Massimo Sinato einen schweren Rückschlag verkraften. Jahrelang stand Rebecca Seite an Seite mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert vor der Kamera des Promi-Magazins Red. Doch damit ist jetzt Schluss. ProSieben hat gegenüber dwdl.de bestätigt, dass die gesamte Redaktion aufgelöst wird. Ab 2024 wird die Sendung nicht mehr regelmäßig über unsere Bildschirme flimmern. Aber keine Sorge, die Marke Red bleibt bestehen, so heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Senders. Was genau das bedeutet, bleibt bisher unklar. Es könnte jedoch sein, dass es nur noch Special-Ausgaben nach großen TV-Ereignissen wie Germany's Next Topmodel, The Voice of Germany oder The Masked Singer geben wird. Konkrete Pläne gibt es bisher allerdings noch nicht. Das ist wirklich eine schockierende Entwicklung für Rebecca Mir und alle Red-Fans da draußen. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Hoffen wir, dass Rebecca bald wieder mit neuen spannenden Projekten auf unseren Bildschirmen zurückkehrt. Wir werden sie definitiv vermissen.